In jungen Jahren war es auch für mich ganz klar, vor diesem Ortsschild zu stehen. Denn viele Spielfilme, die ich von Amerika kenne, war dieses Schild auch ein Bestandteil. Auch heute prickelt es mich noch, wenn ich vor diesem Schild stehe. Und die Menschen, die kommen, sind begeistert, hier aufgenommen zu werden. Elvis Presley ist hier als Fotogast und man bekommt das perfekte Foto von Las Vegas. Und wenn man dann noch mit einer Stretch-Limousine vorfahren kann, denn es gibt Bundles, das Ortsschild knipsen, mit einer Stretch-Limousine dieses Ortsschild anfahren und dann noch mit Greg, der typische Stretch-Limousinenfahrer hier in Las Vegas. Ich kenne ihn schon seit 15 Jahren. Wir sind befreundet, weil wir über einen Film zusammengefunden haben. Mir hat es auch heute wieder gefallen. Es war wie früher, nur eben die Menschen fehlen. Corona hat vieles verändert. Wartezeiten bis zu 30 Minuten, bis man endlich vorn am Schild war, ist vorbei. Man kann in 10 Sekunden sein Bild schon knipsen.